بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind jetzt mit der achten Seite, mit der vierten Lektion von dem Buch Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk. Und hier haben wir immer noch weitere Aufgaben. Das bedeutet, alles, was wir gelernt haben, ist noch wichtig. Eigentlich auch noch für die Zukunft immer noch wichtig. Und hier haben wir zum Beispiel التدريب استمع ثم ضع علامة في المربع المناسب. Wir werden jetzt nicht hören, deswegen werden wir einfach nur uns versuchen, also die Wörter zu wiederholen. Und zwar zum Beispiel bei Nummer 1. Wenn man zum Beispiel das sagen möchte für männlich, was sagt man dazu? Zum Beispiel, das ist ein Apfel. Oder das hier ist Mohammed zum Beispiel. Was sagen wir da, Abdul Bari? هذا Genau, هذا. Bei Frauen sagen wir, هذه genau, super. Jetzt gehen wir auf Nummer 2. Und hier zum Beispiel möchte man hier den Pronomen wissen. Er und sie. Für den Jungen sagen wir who? Hua. Also, ja. Hua. Okay, und für Sie? Das weiß ich nicht. Hier. Okay. Bei den Kästchen, was genau soll ich da hinschreiben? Eigentlich müsste man hier zuhören, aber weil diese Wahde, diese Lektion alles zusammen ist, ist es jetzt schwierig, dass ich jetzt die Mitte finde, kapiert? Und ja. Deswegen werden wir einfach nur alle Wörter oder alles selbst übersetzen. Das bedeutet, männlich, also er, ist Hur und weiblich ist dann hier. Okay, bei Nummer 3. Das erste Bild möchte sagen Student. Was sagen wir auf Arabisch? Was heißt Student auf Arabisch? Talib. Genau. Talib. Und Lehrer? Das habe ich vergessen. Okay. Lehrer heißt auf Arabisch Mudarris. Okay. Okay. So, jetzt Nummer 4, Ägypten. Was heißt Ägypten? Sind die Wörter alle aus dem Kopf gegangen? Steht eigentlich dort. Musst du eigentlich nur ablesen. Mısır. Ich finde jetzt nicht diesen. Bei Nummer 4, da hast du dieses Land und da steht ja Mısır schon. Ich kann jetzt gerade nicht diesen, wie heißt das, diesen Lichter benutzen. Das ist bei mir ganz oben. Mısır. Okay, wenn ich jetzt sagen möchte, Ägypter, was sagt man? Soria. Syria ist was anderes, Syrien. Aber wir bleiben noch beim Ägypten. Jetzt Mısır ist das Land. Der Ägypter ist dann Mısri. Okay? Die ja. Ägypterin ist dann Mısriya. Genau, richtig. Mısriya, indem wir am Ende noch ein Ta marbuta hinzufügen. Okay. Syria
Ist was jetzt? Das Land? Genau, das Land, also Syrien. Okay, ein Syrer, was sagen wir dann? Sorry. Genau, Suri. Und wenn wir Syrerin sagen möchten? Sorry. Sorry. Suria. Oder genau, Suria mit Ta Marbuta am Ende. Also nicht Elif. Den Elif tauschen wir mit einem Ta Marbuta um oder aus. Ach so, okay. Okay, jetzt gehen wir auf Nummer 5. Nummer 5, dort ist Lehrerin, glaube ich, gemeint. Was heißt Lehrerin? Mutter Genau, super, Mudarrisa. Und Arzt? Risa. Nee, ist fällt mir gerade nicht ein. Arzt ist dann Tabib. Okay. Ja. Und das letzte ist, glaube ich, wir haben, glaube ich, das ausgetauscht. Bei Nummer 1 müsste es eigentlich ich und du, glaube ich, gemeint sein oder so. Oder du männlich, du weiblich. Und bei Nummer 6 war das eben Hadha und Hadhihi. Jetzt, was heißt du für männlich? Hua war er, oder? Bei dem Pronomen sind wir nicht. Okay, Hua war er, ja. Und was heißt ich? Anna? Genau. Und du, männlich? Hu? Oder? Mhm, das war du, männlich, ist Ente. Ach so, ja, stimmt. Ente. Und du, weiblich? Anti. Enti, super. Dann gehen wir runter. Und hier haben wir Tadrib Asher ila Sura elati tasma ismuha. Also zeig zum Bild, was du hörst. Hier sagen wir genauso die ganzen Wörter. Und zwar Nummer 1, das erste Bild rechts, ist Freund. Was heißt Freund auf Arabisch? Weißt du das? Siddiq. Ganz nah. Siddiq, man sagt ja Abu Bakr Siddiq, radiallahu anh, also der alles geglaubt hat. Ja. Aber Freund heißt Sadiq. Ach so. Okay. Und wenn du in Ägypten sein wirst, wirst du öfters hören, dass die Leute dich immer Sadiq Siddiq nennen, also mein Freund, mein Freund. Siddiq, die Bedeutung dahinter ist das nicht der Wahrhaftige? Könnte man sagen, der Wahrhaftige, also der alles dann glaubt. Okay, verstehe. Okay, dann B, das zweite Bild, das sollte Bruder sein. Was heißt Bruder auf Arabisch? Achu? Ach, alleine, nur ach. Ach so, okay. Okay. Das dritte Bild sollte sie heißen. Was heißt sie? Hier. Genau. Dal, das vierte Bild soll Freundin heißen. Was heißt Freundin? Sadiqa. Sadiqa, super. Jetzt Nummer 2, Elif. Das soll das heißen oder ja, vielleicht das. Auch Hedda. Das war aber für männlich. Hier haben wir aber Frauen. Hedda. Genau, super.
B, das soll, glaube ich, du weiblich sein. Anti. Enti, super. Jetzt Jim, Türkiye, was ist das? Türkei, die Türkei. Das Land. Wenn wir Das Land. sagen möchten, Türker oder Türke, was sagen wir? Türkei. Türki. Und Türkin? Türkiye. Türkiye, genau. Ach so, ja. Dal, was heißt du, männlich? Enter. Enter. Okay, jetzt Nummer 3, Elif. Was ist das? Pakistan. Genau. Pakistan ist. Das Land Pakistan. Genau. Und Pakistaner, die Person? Das weiß ich nicht. Okay, Pakistani. Einfach nur ja hinzufügen. Okay, ja. Und Pakistanerin? Pakistaner? Nee. Also, wir haben gesagt, männlich ist Pakistani. Das bedeutet, wenn wir jetzt weiblich möchten, dann müssen wir einfach nur Termarbuta hinzufügen. Pakistania. Genau, Pakistania. Super. Dann haben wir, glaube ich, ich. Was heißt ich? Anne. Anna. Okay. Jetzt Jim. Jim weiß ich nicht, was jetzt sein könnte. Das lassen wir mal kurz. Und Dell, was ist Dell nochmal? Lehrer. Moderis. Genau, Mudarris. Weißt du noch, was Ingenieur heißt? Leider nicht, nein. Okay, Ingenieur heißt Okay. Mohandes, okay. Hast du bis hier irgendwelche Fragen? Keine Fragen, nein. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Seite und hier lernen wir die Buchstaben. Ich meine nicht Buchstaben, sondern die Zahlen. Die Zahlen. Wir lernen aber nur von 1 bis 5. Das bedeutet, wir haben 1, das ist Ohrhit. 2, Itnan. 3, Thalatha. 4, Arba'a. 5, Khamsa. Kannst du wiederholen? Eins Wahrheit ist ein Sukun, ist nein, oder Genau. ist nein, zwei, Thalatha, drei, Arba'a, vier, Khamsa, fünf. Super. Okay. Dann haben wir hier Betrieb, eine Aufgabe, und zwar Sil bayna al-Adad wa Surat al-Munasiba. Also verbinde zwischen der Nummer und dem passenden Bild. Wir werden nur die Nummern sagen, weil das Verbinden ist eigentlich einfach. Jetzt 4. Was war nochmal 4? Arba'a 2. Ithnan 5. Khamse Super. Khamsehen, das sagen die, wie soll man sagen, das ist diese ägyptische oder syrische Sprache, Dialektsprache. No, eins, was ist eins? Wahid Drei. Salata. Also, super. So, jetzt haben wir hier noch eine Aufgabe, und zwar Rattib al-Adad, also ordne sie. Wir zählen sie aber doch trotzdem. Nummer 2, was war Nummer 2?
اثنان، drei, ثلاثة، eins, واحد، fünf, خمسة، vier. أربعة. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil du jetzt nicht sehen kannst. So, jetzt haben wir wieder Zahlen. Was ist nochmal 2 gewesen? 2 5. 5 3. 3 4. 4 1. واحد. Super. Jetzt okay, damit wir nicht, damit die anderen nicht viel verpassen und damit auch die Zeit nicht so lange wird, enden wir hier. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.